Na dann, oh. Wir fangen gleich an mit dem Download. Lass uns mal ein paar Prons runterladen hier. Ich weiß nicht, ob ich zu leise bin. Ich habe so das Gefühl, die hören mich immer nicht im Teamspeak. Ich werde immer überhört. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss nachher mal kurz nachfragen. Spector Dalo ist schon wieder unterwegs. Was war denn das jetzt von Mike? Ah ja. Alarm. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, fand ich interessant. Ich muss kurz mal was fragen. Sag mal, Mike, bist du irgendwie durcheinander? Hast du noch Grippe oder so? Ich bin noch ein bisschen krank, aber warum? Ja, na, erst kommst du bei mir, machst du irgendwie so einen schmuseligen Sidestep, machst die Tars, haust wieder ab, gehst du Kalle, auch genau der klebt mir die ganze Zeit am Arsch. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, alles klar, ist Mike. Mach doch mal deine Sachen, Alter. War Mike raus? Ich fand Koms eigentlich auch sehr interessant, aber der Fakt war, dass wir zu fünft in Electrical standen, als Koms anging. Das heißt, er muss ein Imposter dabei gewesen sein, der da genau das gesehen hat und dachte, raus hier. Ja, so, Jay ist alle rausgelaufen. Es sind alle rausgelaufen. Ich habe meine drei Aufgaben gemacht. Ja, dort. Ja, als gemacht worden ist. Aber wir standen davor Electrical. Als Koms angegangen so. Ist, standen wir also zu 15 Electrical. Warum sollte man überhaupt das ausmachen? Ja, das meine ich. Das fand ich auch. Ich muss zugestehen, ich habe bei Koms ein bisschen länger gebraucht. Das hat eine Sekunde gedauert, an dem Rädchen da zu drehen, bis ich gecheckt habe, was also, man machen muss. Also, um mich kurz mal zu rechtfertigen, ich dachte einfach nur, Kalle stirbt immer so oft und ich beschütze den jetzt mit meinem Leben. Ja, so gut. Ah ja, wenn du dich killst, ausgelegt. Aber ich habe auch noch eine Frage. Sven, als ich wieder in Electrical reingegangen bist, du bist einmal kurz nach rechts auf mich zu und dann bist du wieder links unten in die Ecke. Ich habe dich gesehen und habe spontan Angst bekommen. Ich dachte, ich renne jetzt raus. Dann ist mir eingefallen, wenn ich rausrenne, laufe ich an dir vorbei. Das bringt mir gar nichts. Oder bist du noch weiter in die Ecke gerannt? Dann habe ich einfach meinen Task weitergemacht. Also, sonst hätte ich dich einfach gekillt, weil da bei ihm. Das war ein ganz komischer Flick. War das. Also, ja. Das hätte keiner mitbekommen, glaube ich. Wahrscheinlich. Und Sven tötet sehr schnell, das stimmt schon. Ja. Ich bin schnell wie der Blitz. Verlieren trotzdem, aber ansonsten ist das schnell. Das ist wieder dieser Anti-DC heute, oder was? Hä? Ja, einfach der Sivo. Der nie killt. Oh, was? Was? Ihr seid so verschwarrt. Ich seh's, ich hab's nicht als Orange. Ihr seid so verschwarrt, Mike. No one was ejected. Ja, ich sag's, wie es ist. Ziemlich sicher ist es Moik. Mann, bin ich mit der Karte durchgeslidet. Ah ja. Ah ja. Ah. Nein, jetzt ist Mike doch nicht. Tot, ich glaube, Mike war es nicht. Okay, Kalle haben wir schon überführt. Jetzt war es Kalle, oder was? Nein, ich war gerade. Mich haben gerade alle gesehen. So mich haben gerade alle gesehen, wirklich. Also, wir waren fünf Leute. Ja, Kalle ist doch bei Mord. In diesem Ding da gewesen, ne? Wie heißt das? Administration. Wir hatten gerade Rudelbumsen. Ach, Mann, ja, genau. Frage Mute, ja. Sag doch was. Leiche liegt Storage links. Ich glaube, ja, ich habe das Blut noch spritzen sehen. Also Maxi kann es nicht gewesen sein, er war oben rechts O2. Und du glaubst, welche Farbe dabei gesehen zu haben? Nein, weil, ich war auch da. Weil Maxi war an mir vorbeigelaufen, als ich Communication stand. Und dann bin ich halt auch zum Dingens gelaufen. Und du siehst leider Blutspritzen durch Objekte. Also es war links neben den Kisten und ich war rechts neben den Kisten, als es passiert ist. Also rechts gekommen. Ja, im Prinzip ist es ja einfach rauszufinden. Admin war Jay, Chris, Kalle, Sven und ich. Und ich. Das heißt, wir waren es schon mal nicht. Das also heißt, Self-Report von Dalu? Nee, Dalu Self-Report. Ich war nicht mal der als erstes also dran war, weil ich oben rumlaufen musste. Maxi und ich sind auch safe. Wir sind oben bei O2 gewesen. Genau, beide. Das ist auch ausgegangen. Da war ja auch ein anderer. Ja, Dizzy sieht schlecht aus für dich. Zwei Leute sich decken ist nie safe. Ja, Dizzy hat sich jetzt selber O2 gedeckt. Ist ausgegangen. Also muss ja. Ich war Admin, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nö, ey. Natürlich nicht, weil ich auch nicht neben dir die Karte durchgeswiped habe, du Pfeifenaugus. Dalu, was hältst du von der Self-Report-Theorie eigentlich? Weil du warst der Einzige, den ich da gesehen habe. Aber du warst vorher an der Leiche als ich. Sag mal, rauchst du gerade Kräuter oder was? Bei mir kam der Report-Button, da hast du aber gerade schon abgedrückt. Ja, ich habe schneller gedrückt. Also ich kam ja von rechts. Du bist doch von oben runtergekommen. Du hast ja gesehen, dass ich von rechts kam. Ja, das die Leiche lag links. Du kamst nicht von rechts. Du kamst von unten. Von unten rechts. Von unten. Also, das ist alles fishy, ey. Ich trau da alles. Ja, Dizzy. Hey, Dalu, die Scheiße. Finde ich auch komisch. Die Scheiße. Oha! Die Scheiße schiebst du mir nicht rein in den Schuh. Was ist da los? Na, weil hier endlich mal Pfeffer im Spiel ist. Adonü. Mhm.
Oh, come on! Was ist denn los heute? Wer ist als... Sven, wer ist mit uns nach rechts gelaufen? Hast du jemanden gesehen? Ja, Jay. Er ist gewendet. Jay war bei mir gerade in dem Administration-Ding, wo wir eben Rudelbumsen hatten. Da war Jay mit mir gerade. Wieso bin ich... Wait, was ist los? Einer in Weapons oben. Sven, einer oben in Weapons ist gewendet. Und wenn das wirklich Jay war, der vor uns Jay. Also an mir sind Maxi und Sven vorbeigelaufen. Dann ging das Licht aus. Dann bin ich nach unten gelaufen, weil ich nicht nach oben laufen wollte, zu Sven, weil ich Angst habe, dass der mich abknallt. Nee, da bin ich auch unten. Ich bin gerade wieder, ich war ungefähr in Höhe von Shields, als das Licht wieder angegangen ist. Und dann bin ich gerade nach oben gegangen, weil ich halt in Navigation und in O2 die Sachen ausmachen muss. Ja, du warst doch mit mir da, wo man die Karte durch... Moment, ist das nicht das dritte Meeting jetzt? Dadurch ist es tot, ja. Aber ja, wo ist der denn gestorben? Also, das ist ja ein Emergency-Meeting. Du hast wahrscheinlich, Maxi hat wahrscheinlich Emergency-Meeting gedrückt oder so. Damit die Leiche nicht von mir oder von mir. Aber Jay, du warst doch mit mir eben auch in dem Admin-Ding, wo man... Ja, genau, das war zu Beginn. Aber dadurch wurde gerade wahrscheinlich... Wie bist du denn so schnell da hochgekommen? Bist du so schnell in Weapons gekommen? Wie schnell, indem ich gelaufen bin? Ja, aber du bist von oben gekommen. Ich bin von oben gekommen, das ist richtig. Aber von ganz oben. Oben ist in Weapons. Ich bin von oben gekommen, weil ich halt in Admin war, hab die Karte geswiped und dann bin ich den Gang nach oben gelaufen über Cafeteria und Weapons. What the fuck? Warum werde ich überhaupt angeshootet? Weil du der Einzige ist, der mit Sven uns rechts gegangen ist. Und achso, dann bin ich es auf jeden Fall, oder na, was? Wenn er einen das ist ja mega gesehen strange, hat, Maxi. Muss ja mehr gewendet sein. Vor allem, dadurch ist gekillt worden. Wir wissen nicht mal wo. Und ich werde einfach angegriffen wegen aus ohne Grund. Wer hat dadurch als letztes gesehen? Keiner. Ich habe dadurch nicht gesehen. Damit lügt einer. Also, Maxi, Sven. Also, irgendjemand lügt, ja. Ist alles super fischig. Kalle Kruschinski, Detective, legen Sie los. Ihre Arbeit. Ja, Kalle, wo ist dein neuer Job? Echt mal. What? Ich weiß nicht. Ja, seid ihr behindert im Kopf? Oi! Oh, die Runde nimmt Fahrt auf, Freunde der Sonne. Die Aufnahme wird heute aber richtig Zucker, sag ich aber. Endlich mal eine Runde nach meinem Geschmack hier, du. Ihr brennt an allen Ecken und Enden. Sehr gut. Komm, Kalle, wir legen die Hand auf. Oh, du Sau! Okay, wir müssen, glaube ich, voten. Und dann ist es auch klar, ich habe Kalle gerade wenden sehen, wie er den Kill gemacht. Wen habe ich überhaupt reported? Die sie, ja. Ja, das passt auch. Die waren beide davor noch Admin. Sind Maxi beide dann da rübergelaufen. Und Kalle ist quasi unten Lower Engine im unteren Arsch unten. Ja, Kalle, du bist raus. Kalle, was sagt der Detective dazu? Du, macht euer Ding. Ich find's eine geile Idee. Ich bin natürlich ganz anderer Meinung. Also natürlich für ein Self-Report an dieser Stelle. Ah, okay, weil ich bin sofort zum Reactor weitergegangen. Ich habe Zero sogar noch gesehen, vielleicht kann er das bestätigen, der gerade am Reactor unten dran stand, da bin ich gerade reingekommen. Das ist blöd, ich habe schon gewotet. Nee, ich habe die Hand schon auf dem Dings, deswegen... Ja, aber du bist nach unten zu unseren Ding gegangen, ne? Du bist in unseren Ding gegangen. Das ist richtig. Ja, Ray, das ist natürlich jetzt Aussage gegen Aussage. Ist einer gestorben oder sind jetzt zwei? Ja, das ist einer. Also für mich ist es Ray, weil er dann... Also ich habe durch Zero natürlich... Wir voten einfach dich und danach mich und dann ist gut, Jay haben wir doch ausgeworfen. Da musste ich erstmal Kalle kurz Nachricht schreiben. Zero approved, deswegen, also müsst ihr wissen. Wahrscheinlich völlig zurecht. Aber warte, ich habe eine Klopapierrolle im Wendt verschwinden sehen. Ich habe Chris und Maxi gesehen. Ja gut, du siehst jetzt die Klopapierrolle hier auch im Bildschirm, ne? Christian, ich bin mit dir die ganze Zeit gelaufen. Ich war mit dir an Shields, an Koms, ich war mit dir rechts im Kopf. An Shields? Weißt du, ich bin doch nur in der Mitte nach rechts gelaufen. Maxi, du standst doch auch rechts in Navigation, oder? Ja, aber ich hab dich auch nicht gesehen, hä? Warte mal, wo ist Shields? Hallo, ist es. Und hallo, ist der Zweite. Unten rechts. Da war ich nicht. Und es könnte auch noch Maxi sein, ne? Als Alarm anging, unten links angelaufen. Du bist sogar durch Storage. Weil ich da hin wollte. Ich meine, er sagt die richtige Variante, aber ich hab ihn auch nicht gesehen, aber er sagt alles richtig. Ich glaube, ich bin ziemlich düster. Unterwegs. Ja, ich wollte gerade sagen, zieh mal andere Farbe an, das geht nicht hier. Oh, Leute, ey. Ah, geil, Alter! Das ist jetzt vorbei, ne? Das ist wirklich wahr, dann haben wir die Ratte. Kalle gleich raus, jawoll, ey! So, dann wollen wir schnell die Tasse erledigen hier. Ach ne, die kann ich ja als Geist nicht machen. Ist es Dalu? Oh, wow! Wait!
Warte mal, Maxi ist mir gerade noch entgegengekommen, Maxi, als ich das lag Ding hier auf ausgemacht dem Weg nach oben rechts zum anderen O2. Es ist da noch. Nee, ich stand mit Sven in unterem O2 und bin nach oben gelaufen. Ich habe auch in dem Run davor die Leiche gecheckt, sozusagen, also, ob andersrum war. Ray kam uns von oben zwar. Hat dann Ray gerade self-reported? Also wegen Kalle? Nee, kann er nicht. Nein, ich glaube, wir sind uns mit Jay sicher. Wenn Sven und Maxi nur Jay gesehen haben. Ja, habe ich. Also haben wir. Dann könnte das ein Self-Report gewesen sein. Warum sagt Ray nichts? Ray, das ist jetzt hier... Was soll ich denn sagen? Ich verstehe gerade die Lage nicht so ganz. Wo liegt denn jetzt die Leiche? Die Leiche liegt obere Ecke Cafeteria. Ich bin sozusagen mit Sven am unteren O2 gewesen, bin dann nach oben gelaufen. Da seid ihr beide ja raus. Ja, und da liegt die Leiche. Wait. Ja, das heißt, Moment, es kann dieser Konstellation hier aber gerade nicht. Rein theoretisch kann es nur sein, Dalu macht Kill und gleich Report, ohne dass ich glaube aber eher, dass du Kalle rausgeschmissen hast und da schon gelogen hattest. Nee, weil ich habe Kalle ja nicht gesehen. Ja, aber wo ist er hingewendet, um bei Sven unten am Button zu stehen? Wenn er gesehen hat, wie Sven den Knopf gedrückt hat, wo soll er hingewendet sein? Hä, wenn er Lower Engine reingeht, dann kann er doch direkt zu Reaktor wenden. Aber er wird doch nicht neben Sven rauswenden. So weit kam es doch gar nicht mehr. Er wusste, wo ich stehe. Quasi die Klappe ist gerade zugegangen, habe ich quasi die Leiche reported. Aber dann würde er doch nicht raten, wo Sven ist. Boah, ey. Er würde doch nicht raten, entweder war es jetzt Chris selber in der Kabine oder Dalu war. Ich glaube eher, dass wir mit Jay recht lang und mit Kalle nicht. Und ich glaube, Ray ist der andere. Nee, ich glaube halt, also Kalle war safe, Jay war falsch. Wer hat denn die Anschuldigung gemacht, dass es Jay war? Sven und Maxi, zwei Leute. Und einer davon ist tot. Zwei Leute, einer ist tot von denen, die... Ihr Schweine. Ha! Wer hat mich denn gevotet? Du hast den gerade umgebracht, oder? Ja. Ich hab dich knapp aus dem Radio verloren. Oh, Jay, es tut mir so leid, so Jay. Ohne Scheiß. Es war vom Timing her. Das war die dümmste Aktion, die ich in meinem Leben gesehen habe. Es war so geil, also, ich hab mich kaputt gelacht. Ich hab mich auch noch komplett erklärt und super das Ding schnell ist, ohne Fehler mal, und so weiter. Jay. Das Ding war, Maxi steht genau neben mir bei Weapons, genau neben mir und ich Fettfinger übelst, Wente rein. Das war genau außerhalb des Radios. Und dann rennt er hin. Wer war das? Jay, du warst das 100%. Nein. Ich habe gefragt, Sven, wer ist mit uns da rangegangen? Ja, ich habe nur Jay gesehen. Ja, aber dann, als klar wurde, dass Jay der Einzige da war, hat er ihn so mitbeleidigt. Das war so nice. Ich musste mich so zusammenreißen. Ja, aber ich bin doch oben weggewendet. Ach, jetzt wein doch nicht rum, Jonathan. Nein, das war schon ein bisschen gemein. Deswegen war jetzt am Ende für mich auch noch Sven so ein bisschen verdächtig, weil er halt die Jay-Anschuldigung gemacht hat. Hier gibt's eine New Life-Regel, oder? Aber ich... Am Arsch. Sonst würde ich nämlich zugeben, ich habe Jay einfach vor The Lols gewotet. Ihr hättet übrigens auf jeden Fall verloren. Ich war nämlich so sauer, dass ich gesagt habe, ich mache eine Aufgabe nicht. Ja, guck mal, Mann.